Du musst gleich ein paar Pfeile einsammeln. Das war der zweite. Ich glaube, der hängt fest. Ich bin übrigens immer noch am Überlegen, was ich noch ins Programm nehme, da jetzt einige Videos, einige Projekte sich dem Ende geneigt haben. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mit Morrowind oder Skyrim oder sowas anfangen habe. Oh, das ist wieder so ein Projekt, was sich so über den übelsten Zeitraum streckt. Selbst wenn ich jetzt sage, abgesehen davon weiß ich nicht, ob ich das hinbekommen würde, aber ich könnte es probieren, das halt täglich zu kommen, täglich rauszuhauen, so rum. Aber so alle 2 Tage auf jeden Fall, so wie es jetzt mit dem Rest auch ist. Aber es wäre halt auch so ein Riesenprojekt wie Skyrim, hätte ich fast gesagt, wie Gothic. Was habe ich denn mit Skyrim? Von daher, das war der vierte, glaube ich. Wären diese Slots belegt. Ich müsste mir zwar auf lange Sicht keinen Kopf machen, was ich dann als nächstes ins Programm nehme, aber irgendwie will ich das nicht. Also noch nicht. Ich könnte ja auch, wenn das hier vorbei ist, mal sowas machen, aber gut, ich habe noch Risen 1 bis 3. Ich weiß nicht, wo ich anfangen oder ich aufhören soll, ne? Und ich hatte jetzt ziemlich viele Adventures. Ich habe auch noch ein paar, die ich spielen möchte. Auch so Let's Play-technisch. Aber gerade wollte ich mal ein bisschen was anderes ins Programm nehmen, weil Inner World ist jetzt komplett. Ich habe auf jeden Fall, also letzten Windmönch mache ich auch noch. Ich weiß noch nicht wann. Ich muss mal gucken. Also den Nachfolger quasi von The Inner World. Und ist halt schwierig, sag ich mal, ne? Dann habe ich Deponia noch, die ganzen Teile, die ganzen vier, die es gibt. Vier? Drei? Drei oder vier Teile? Vier, glaube ich. Doomsday ist der vierte, ne? Ich komme da langsam nicht mehr mit. King's Quest hätte ich auch noch. Aber wie gesagt, so ein bisschen, also ich mag Adventures sehr gerne. Aber ich hätte nichts dagegen, mal ein bisschen mehr. Ich meine, Gothic ist ja jetzt nur ein bisschen actionlastiger, aber ich spiele zurzeit auch sehr gerne, nur abgesehen von der Let's Play-Geschichte Warframe. Aber das zu Let's Playen ist so ein Ding. Boah, nee. Haben wir mal Let's Test so gemacht. Man könnte so eine Art Walkthrough dazu machen, aber ist die Frage, wollen die Leute das? Keine Ahnung. Und da gibt es sicherlich bessere als mich, die sowas raushauen. Oder das gibt es doch schon zuhauf, sag ich mal. Ne? Also, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich vom Pfad abgekommen? Ja, so ein bisschen, ne? Machen wir hier den Berg hoch. Deswegen. Ja, es gibt andere, die quatschen in Minecraft. Ich quatsche mal irgendwie in Rollenspielen. Ich weiß auch nicht. Okay. Schaufel. Ja, kann man machen. Nichts zu holen. Einfach so. Gut. Genehmigt. Boah, so weitläufig. Das ist halt auch einer der Gründe, gesagt, weil das alles so groß ist. The Witcher hatte ich mal überlegt anzufangen. Also Teil 1. Und dann mal gucken, aber aufgrund des Erwachseneninhaltes, was The Witcher jetzt nun mal Womit darbietet. denn? Bitte bist. Ich habe keine Spitzhacke mehr, willst du mich verarschen? Ach, Dreck, ich habe meine ganzen Spitzhacken verkauft. Huch. Ich hätte mal eine aufheben sollen, ha? Wann habe ich denn das gemacht im Delirium? Na geil. Naja, egal.
Ja, wie gesagt, das ist so aufgrund des Erwachsenen-Contents schwierig. Teil 1 ist da noch relativ, naja. Das habe ich jetzt die Tage festgestellt, wo ich meine Videos sortiert habe und mal durchgeguckt habe. Ich habe also meine ganzen Aufnahmen halt, bis auf einige Streaming-Geschichten, auf einer externen Festplatte. Und ich habe auch irgendwann mal Witcher angefangen aufzunehmen. Abgesehen von dem, wie gesagt, erwachsenen Inhalten, hat mir die Aufnahme nicht wirklich gefallen. Das war 2013 der Fall, wo ich das aufgenommen habe. Das sind 3 Folgen oder so. Ich nie rausgehauen. Ich habe 2012 mit der ganzen Geschichte hier angefangen. Im Oktober hatte ich, ich weiß gar nicht, vielleicht dachte ich, hatte ein halbes Jahr das hier gemacht und dann, oder ein Dreivierteljahr, dann dachte ich so, oh ja, kannst du ja tun. Problem ist nur, Teil 2 und Teil 3 gerade sind wesentlich erwachsener, in Anführungszeichen, was das angeht. Und ich weiß, es gibt andere YouTuber, die haben das auch rausgehauen. Gronkh zum Beispiel. Aber ich habe da selber nicht reingeguckt, wegen Spoilerino und so. Und ich habe es nicht so mit extrem gory Sachen. Also wenn es auch mal splattert und platscht, das kann ich nicht so. Deswegen gucke ich da selber nicht so rein. Aber wenn ich was anfange, ein Spiel, eine Reihe, dann will ich es auch komplett haben. Ich bin da, würde heißen, ich müsste zwangsweise Teil 2 und 3 machen. Und naja, das gestaltet sich dann eher schwierig, sag ich mal, aufgrund von YouTube und Co. Gerade bei größeren YouTubern ist das, denke ich mal, nicht so das Problem. Auch, ich meine, jetzt ist ja, ich sag mal so, jetzt ist ja nicht mehr so mit Kohle und so, fällt der Faktor schon mal weg. Problem wäre nur, im schlimmsten Fall kriege ich einen Strike oder mehr als einen. Und dann machen sie mir den Kanal platt. Und das möchte ich nicht. Da steckt zu viel Zeit und Arbeit drin. Ich habe den Kanal wirklich gerne. Ich habe über 2000 Videos mittlerweile. Und ich glaube, da würde ich mir selbst in den Allerwertesten beißen. Wenn es plötzlich heißt. Aber ich glaube, sie sind wieder am Startpunkt ange. Machen die denn da? Ich frag nicht. Na toll. Mehr als einer. Tschüss. So. Ich habe noch Viecher. Ogerblatt. Komm mit. Haben wir eigentlich hier noch Quests offen irgendwo? Bah. Also in der Gegend jetzt. Psst. Wer will da was? Hä? Irgendwas für Stress. Ach da. Sagen irgendwas für Stress. Kann er mal in der Stadt eine Runde pennen? Tach. Das wird nichts. Ach ja. José. Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Quest abgegeben. Ach, hier können wir sicherlich pennen.
Oh, Gott sei Dank. So, das muss doch wehtun mit dem Schwert im Kreuz. Meine Fresse. So, hart im Leben, der Kerl. So. F8. Da ist Diego. Bernardo. Der ist ein bisschen pisst wahrscheinlich noch auf uns. Wir haben... Questtechnisch. Ruf bei den Assassinen ist jetzt nicht so der beste. Bei den Orks auch nicht. Wir sind hier, ne? Braga, ja, das ist richtig. Kopfgeldjagd Azaru, Kopfgeldjagd... Okay, das könnte... Das könnten die letzten beiden noch sein, ne? Die uns fehlen. Das heißt... Zwei Quests? Dann ist Braga 100%. Ich habe deinen Kelch zu Naphalem gebracht. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Damit hast du mich vor großem Übel bewahrt. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Hm, sehr schön. Ein bisschen Erfahrung und Ehren kann niemand verwehren. Beibringen. Kämpfer, Sklave. Ruf gab's jetzt nicht, ne? Ach Quatsch, ich wollte... Da. Nee. Ruf gab es nicht. So etwas darf nie wieder geschehen. Guck mal, ob wir die anderen beiden hier noch finden. Wir könnten theoretisch gesehen auch nochmal zu den Druiden rüberlatschen. Bescheid geben, dass wir die Quest abgegeben haben. Vorher sind die Herren hier erstmal dran. Aua. Aua. Unbedingt noch Schwertkampf lernen. Mir ist es aber umgefallen. Sehr gut. Schwertkampf, wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich noch? 42, naja, damit lässt sich ein bisschen was anfangen. Ich würde gerne aber dieses komplett ausräumen, obwohl wir da wahrscheinlich eher aufgrund der, naja, Interaktion, dass wir trotzdem dann irgendwann als Dieb gelten, schon doof, sag ich mal. Bin ich ja ganz froh, dass die Viecher nicht mehr Feuer spucken, beziehungsweise nicht mehr dazu kommen. Wenn ich dann den zweiten Teil denke. Ach, zu tief. Aua. So. Aber man kann hier langlatschen, wo man möchte. Ein Haufen Viecher überall, ne? Das ist der helle Wahnsinn. Da oben ist ein Wölf. Meine Fresse. Ey, du. Ich denke mal, wir können hier nochmal gucken, ob wir die restlichen Räuber entdecken. Das sieht doch ganz nach einem Örtchen für Räuber aus. Wir sind erstmal Warane. Naja. Versuch was wert. Das sind ganz schön viele Warane.
Aua. Da. 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 Gott. Da. Da. Alter. Da. Run. Gott, die Viecher sind schnell. Meine Fresse. Da. Ho. Und die machen Damage. Holla die Waldfee. Alter. Man bedenke, ich betone das zwischendurch immer mal gerne, wir sind mittlerweile Level 51 und haben die, ich glaube, zweitbeste Rüstung im Spiel, so ungefähr. Jedenfalls von den Rebellen. Es fehlt uns theoretisch bei den Rebellen ein Ansehen von 60. Wir haben 42 jetzt, also 18 Punkte noch. Oh, Königsdistel. Dann könnten wir uns die Paladin-Rüstung kaufen. Geld haben wir genug dafür. Ich weiß nicht, ob es jetzt, abgesehen von der Paladin-Rüstung, irgendwas gibt, was noch besser schützt vor Schaden. Von den anderen Fraktionen kann ich jetzt nicht abschätzen. Habe ich nicht so den Überblick drüber. Aber. Oh. Löwe, Löwe, Löwe. Wie gesagt, ne? Und wir nehmen immer noch dermaßen viel Schaden. Das ist auch nicht schön. Wie viele Löwen sind denn hier? Meine Fresse. Ah ja, hier bin ich mit Hubis Gesellschaft lang gelatscht, so ein bisschen. So in der Richtung, wenn das jetzt Zelda wäre, würde das aufstehen, ich erinnere mich. Hier waren wir also schon mal. Wie gesagt, ich bin auch froh, dass das Ding lang liegt. Mal gucken. Das Ding haben wir, glaube ich, ausgeräumt, ne? Nee, da sind wir dran vorbeigelaufen. Gerade wegen den Schakalen, ne? War jetzt vielleicht nicht so die schlauste Idee. Nee, kannst du gar nicht. Au! Oh Gott! Scheiße. Was die Viecher noch an Schaden machen. Ich meine, okay, es ist eine große Masse, aber... Alter. Und die geben pro erledigten Gegner 50 Erfahrungspunkte. Das ist... Boah. Schon ganz schön doll. Da kommt noch einer. Der hat die Party verpasst oder was? Boah, wie viel sind denn das? 10 Stück oder was? Ich hätte mal einen Magier machen sollen. Wollen wir noch von vorne anfangen?